Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Make Good Data Better. Wir freuen uns, Sie heute virtuell willkommen heißen zu dürfen. Mein Name ist Gudrun Keindl und ich bin die verantwortliche LSZ-Projektleiterin für das heutige Webinar. Ein Mangel an Daten besteht ja heutzutage in den wenigsten Fällen noch, jedoch fehlt halt sehr oft die Zeit, um diese wertvollen Daten zu finden und zu analysieren. TIBCO, Raiffeisen Informatik und Information Builders zeigen uns da ja heute am Beispiel der ASFINAG, wie sie Zugriff denn, in Zukunft den Zugriff auf ihre Datenquellen besser orchestrieren und die Informationen für kritische Analysen zur Verfügung stellen. Und dabei erfahren Sie auch, wie Sie eine moderne und agile Datenplattform schaffen und erhalten. Selbstverständlich sind Sie auch im heutigen Webinar wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv einzubringen. Im abschließenden Q&A gehen die Sprecher dann gerne auf Ihre Fragen ein. Und damit Sie sich heute einbringen können, gebe ich Ihnen jetzt noch ein paar technische Instruktionen. Im Bedienpanel rechts auf Ihrem Screen sehen Sie die Chat-Funktion, in die Sie laufend Ihre Fragen an unsere Sprecher posten können, die wir dann eben in der abschließenden Q&A-Session bestmöglich beantworten werden. Zudem werden Ihnen heute im Webinar ein paar Live-Voting-Fragen gestellt. Dabei wird sich bei Ihnen ein extra Fenster am Screen öffnen, das einfach in der Darstellung minimieren. Dann können Sie da auch mitvoten. Ich darf nun auch schon die Sprecher des heutigen Webinars zu uns bitten. Herzlich willkommen. Als erste Renate Kutter, Leiterin BI Analytics und Integration bei der Raiffeisen Informatik. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Freut mich, bei diesem Webinar dabei sein zu dürfen. Und ich Sehr werde in schön. diesem Fall die Moderation ein bisschen übernehmen. So ist es. Dann darf ich auch noch die Herren der Runde zu uns bitten. Zuerst Benjamin Dallinger, Major Account Executive bei TIBCO. Peter Lipp, Key Account Manager bei der Raiffeisen Informatik. Und last but not least, Stefan Peternell, Service Manager bei der ASFINAG. Ich darf nun das Wort direkt an Sie, Frau Kutter, übergeben. Wir sind gespannt. Gut, ich habe bereits mit meiner Begrüßung schon begonnen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich betreue seit sehr vielen Jahren den Bereich von Information Builders, also von Business Intelligent Integration und diese Themen in der Raiffeisen Informatik Consulting und habe somit eigentlich mein gesamtes Berufsleben mit den Daten in welcher Form auch immer, wo auch immer zu tun. Benjamin, wenn du bitte mir den Screen sharest, wenn du darfst, kannst. Ja. Danke. Also hier noch einmal unser Hauptthema, Make Good Data Better, ein Thema, das uns ja schon sehr, sehr viele Jahre in der IT, auch in der Berufswelt generell begleitet. Überall hinterlassen wir Spuren, überall haben wir Daten und die sind, wie so schön heißt das, neue Gold in irgendeiner Form. Wie kann ich die Daten, die Sie schon haben, einfach besser machen und wie kann ich da weitergehen? Rein von der Anwendersicht her, von der IT-Seite her, von allen Geschichten her, denn jeder, der im Berufsleben steht, trifft irgendwelche Entscheidungen aufgrund von Daten, die ihm zur Verfügung stehen. Und je einfacher und sprechender das sind und je besser ich diese gesamte Datenwelt verbinden kann, umso effektiver und schneller bin ich in dieser ganzen Geschichte. Ich darf Ihnen kurz die Agenda zeigen, was noch um was auf Sie zukommt. Kurz wurde es Ihnen ja bereits schon angekündigt. Die große Geschichte ist the Power of Together, unsere Plattform, wo ich eben alle Daten zusammenführen kann, aufbereiten kann und zur Analyse, zur Abfrage, zur Entscheidungsfindung aufbereiten kann. Danach gibt es die Kundenreferenzen, die einerseits von Herrn Dallinger für Sie präsentiert werden und live direkt von einem unserer langjährigen Kunden, nämlich der ASFINAG von Herrn Peternell, der Ihnen direkt erzählen kann, was er mit unseren Produkten in seinem Hause macht. Und danach natürlich der große Fragen- und Antwortblock.
Warum Raiffeisen Informatik Consulting in dieser gesamten Geschichte? Wir sind eben eine Company, die seit 30 Jahren eben in der Digitalisierung, Daten und Datenanalyse zu Hause ist, unterwegs ist, die generell ganz, ganz viele Erfahrungen hat mit BI von unserer Geschichte her, von unserer Produktportfolio her, wo wir im gesamten Raiffeisensektor unterwegs sind, natürlich auch extern und wo wir eben mit all unseren Möglichkeiten, die wir haben, Ihnen dabei unterstützen, eine Digitalisierung zu machen, eine Effizienz zu erreichen, und begleiten Sie bei all diesen ganzen Findungen, bei all diesen ganzen Schritten, die Sie hier machen müssen, von der ersten Idee, wie ich etwas tun könnte, bis zur endgültigen Lösung und Implementierung. Wofür stehen wir eigentlich? Ich fange mal hier kurz an und dann darfst du, dann übergebe ich an Herrn Peter Lipp, meinem Kollegen. Wir haben Embedded Analytics, Predictive, Cloud, Machine Learning, Mobile, IoT, und jetzt darfst du weiter ausführen. Danke. Ja, im Prinzip vielen Dank, Renate. Schönen guten Morgen, guten Tag auch von meiner Seite. Was tun wir oder wo können wir Sie unterstützen? Ja, wir helfen Ihnen im Prinzip. Wir unterstützen Sie bei der digitalen Transformation, ganz, ganz einfach gesagt. Und wie meine Kollegin schon, die Frau Kutter, gesagt hat, haben wir da verschiedene oder einige Beispiele mitgebracht. Jetzt einmal sehr marketinglastig natürlich. Wir gehen dann ein bisschen später natürlich ins Detail. Das kann jetzt beginnen, also wie Sie schon mitbekommen haben, geht es um das ganze Thema Daten. Wie kann man den Datenschatz heben? Wie kann ich, Daten sind das neue Öl, wie kann ich hier entsprechende Auswertungen, entsprechende Dashboards, entsprechende Analysen auf Basis meiner Daten führen oder fahren. Das beginnt jetzt, wenn man sich diese sechs Bubbles anschaut, hier im Bereich Embedded Analytics. Das heißt, wir können uns in bestehende Applikationen als Analysekomponente einbetten. Das heißt also sowohl in, ich sage jetzt einmal, vielleicht in einem CRM als Auswertungskomponente, genauso auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite in eine Produktionsmaschine als Analysekomponente einbetten. Das heißt, nochmal Embedded Analysen. Wir natürlich unterstützen wir abseits der, sage ich mal, der klassischen BI und der Analytics-Welt Themen wie Predictive, Prescriptive Analytics. Also das heißt, wie kann ich voraussehen, was passieren wird? Das ist Predictive. Beziehungsweise wie kann ich dann aus dieser Voraussicht eine Handlung ableiten? Das wäre dann das Prescriptive Analytics. Wir haben Themen, wenn man jetzt in die ganze Sensorik und künstliche Intelligenz reingeht, also Artificial Intelligence mit bis hin zu Machine Learning. Wir haben das Thema Sensorik, wir haben das Geoanalysen abgebildet und natürlich letztendlich auch ein sehr flexibles Delivery-Modell, also ganz klar in Zeiten wie diesen Cloud First, aber im Prinzip kann es natürlich auch eine Mischform sein. Auf der einen Seite gibt es natürlich nach wie vor noch Kunden, die eher auf On-Premise-Lösungen stehen. Andere Kunden gehen komplett in die Cloud, beziehungsweise gibt es dann auch die Möglichkeit entsprechender Mischformen und natürlich das Ganze auch mobil abzubilden. Benjamin, darf ich dich um einen Klick bitten? Mit was machen wir das? Also wir haben im Prinzip, wie wir dann im Nachgang vom Herrn Dallinger hören werden, hier eine Plattform, die hier sich um Datenintegration genauso kümmert wie um Datenintegrität bis hin zur Intelligenz. Also was heißt das im Detail? Integration, unter Integration ist ganz klar hier einmal bestehende Datenquellen anzubinden und entsprechend aufzubereiten, um dann entsprechend in der Intelligenz anzeigen, auswerten zu können. Beziehungsweise in der Integrität, da reden wir von Themen wie Master Data Management, Stammdatenmanagement, Data Governance. Und da denke ich, wird jetzt dann der Kollege Benjamin Dallinger von TIBCO hier sehr gut anschließen können. Und somit darf ich hier sehr gerne an dich übergeben. Perfekt. Vielen Dank, Peter. Guten Tag und natürlich auch ein sehr herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich finde, wir haben heute ein wunderbar spannendes Thema, das Thema Daten. Bevor wir aber da jetzt auch von den verschiedenen Themen nochmal tiefer einsteigen, ganz kurz zwei, drei Worte zu meiner Person. Mein Name ist Benjamin Dallinger. Ich bin bei der Firma TIBCO
angestellt und beschäftige mich, ich glaube, seit 13 Jahren in verschiedenen Rollen, von Consulting-Rollen, Architektur-Rollen, beratenden Rollen, rund um das Thema Daten und wie wir Kunden dabei unterstützen können, das meiste aus den Daten rauszuholen und damit wirklich das Beste zu erreichen. TIBCO Software, ich weiß nicht, ist Ihnen vielleicht ein Begriff schon mal gehört, TIBCO Information Builders. Wer ist die TIBCO Software? Die TIBCO Software ist ein Softwareunternehmen aus dem amerikanischen Raum, rund 1997 im klassischen Silicon Valley, und wir unterstützen quasi seit mehr als 25 Jahren verschiedene Unternehmen durch alle Branchen hinweg bei Themen rund um das Thema Digitalisierung. Man sieht es oben schon so ein bisschen, wir helfen unseren Kunden mit unserer Plattform, mit unseren Partnern, die Daten zu nutzen, egal wo die Daten sind, egal in welcher Geschwindigkeit die Daten sich bewegen. Was das genau bedeutet, kommen wir gleich noch dazu, um schlussendlich bessere Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen schneller zu treffen. Das Produktportfolio ist schon mal ganz kurz erwähnt worden, die 3E-Plattform beziehungsweise aufgeteilt auf die 3 Pillars, Connect, Unify, Predict. Was das genau bedeutet, werde ich gleich noch ein bisschen eingehen. Aber grundsätzlich geht es um die 3 Themen. Erstmal die IT-Anwendungen in ihrer Landschaft miteinander zu verbinden, dass die miteinander sprechen können. Egal, ob wir jetzt über Enterprise Resource Planning Systeme wie beispielsweise ein SAP sprechen, über Data Warehouser Systeme oder vielleicht auch ein modernes CRM, was sich in der Cloud befindet. Diese Systeme müssen Daten miteinander austauschen, damit ich überall die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt habe. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist das Thema Unify. Diese Daten, über die ich spreche, sprechen über Kundendaten, Produktdaten, muss ich sauber managen. Nur wenn ich saubere Daten habe, kann ich auf diesen Daten die richtigen Entscheidungen treffen. Natürlich habe ich auf der anderen Seite einen wichtigen Aspekt, wer darf denn welche Daten sehen? Gerade heute auch in Zeiten von GDPR, Datenschutzgrundverordnung, verschiedenen Themen aus Compliance-Sicht, muss ich ganz genau sicherstellen, dass nur Leute, die eine Berechtigung haben, auch gewisse Daten sehen können. Und zu guter Letzt, wenn ich dann die 2 Grundbausteine erledigt habe, das ganze Thema Predict, der Herr Lipp hat schon sehr gut erwähnt, die verschiedenen Aspekte aus dem Thema Analytics. Ich muss verstehen, was ist passiert. Ich möchte aber auch darüber hinaus wissen, wie soll ich darauf reagieren. Ich möchte mich mit dem Thema AI Machine Learning beschäftigen, um grundsätzliche Themen zu erledigen. Und welche Themen sprechen wir da? Ich habe hier so 3 Grundtreiber für moderne Unternehmen. Das Thema Customer Intimacy, egal in welchem Branchenbereich, das ich Stand heute gehe, der Kunde steht immer mehr im Mittelpunkt. Ich muss den Kunden verstehen, ich muss für den Kunden die richtigen Produkte haben, die richtigen Offerings, der Kunde im Fokus. Operational Excellence. Genauso geht es darum, dass ich die Sachen, die ich als Unternehmen mache, so effizient, so kosteneffizient wie nur möglich mache. Das geht vielleicht um Produktionsprozesse, das geht um Reporting-Themen, da geht es darum, wo kann ich intern meine Effizienz herausholen. Und das Thema Business Reinvention, ganz klassisch, durch das Thema Covid hat man es gemerkt, es wird immer wichtiger, dass Unternehmen agil auf neue Marktsituationen reagieren können. Sehr viele Unternehmen sind jetzt in Telearbeit, Homeoffice. Sehr viele Unternehmen haben durch die Covid jetzt neue Ideen entwickeln. Das Thema gerade so im Food-Bereich, To-Go ist super hochgeschraubt, im E-Commerce-Bereich ganz viele neue Themen. Und das ist das, wo wir unsere Kunden mit unserer Plattform unterstützen. Die Message soweit ganz klar. Daten in Ihrem Unternehmen sind die Basis für ein modernes Unternehmen. Und wir als die 3 Säulen, die wir jetzt auch so erwähnt haben, TIBCO Information Builders mit Partnern wie die Raiffeisen Informatik Consulting, möchten Sie dabei begleiten, diese Daten, die Sie im Unternehmen haben, effizient zu nutzen, um Ihr Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Und da haben wir auch eine Frage vorbereitet. Frau Picher, wenn Sie hier bitte die erste Frage ausspielen können. Genau, ich glaube, Sie sollten jetzt ein neues Fenster sehen. Für uns ist natürlich auch super interessant, wie es bei Ihnen im Unternehmen Stand heute mit den Daten ausschaut. Dafür wollten wir einfach mal fragen, haben Sie denn bereits Zugriff auf die Daten, die Sie brauchen? Und wenn ja,
Haben Sie die Daten in der Qualität, in der Zeit, die Sie bräuchten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? So, jetzt sehen wir hier schon wunderbar, die Daten sind teilweise vorhanden, aber nicht immer in der richtigen Datenqualität. Für die Zuhörer, die die Daten bereits haben, finde ich super spannend. Ich glaube, wir haben noch ein paar weitere Themen, wo wir jetzt auch im Fortlauf des Webinars darauf eingehen, wie wir Sie dabei unterstützen können, vielleicht noch schneller an die Daten zu kommen, noch bessere Entscheidungsbasis zu haben. Aber super spannend ist natürlich auch das Thema, dass sehr viele der Zuhörer heute schon das Thema kennen. Die Daten sind da, aber vielleicht einfach nicht in der Qualität. Dupletten, falsche Felder, falsche Informationen. Und das ist genau das Thema, wo wir uns heute so ein bisschen drüber unterhalten möchten. The Power of Together wurde schon erwähnt, Titel der Plattform. Die Plattform stelle ich jetzt nochmal ganz kurz vor, werde hier relativ schnell durchgehen, weil es natürlich auch super spannend ist, gerade so, wie man die Plattform dann ansetzt. Die Pillars, die in der Plattform bestehen, sind der Connect-Pillar, wo es wirklich darum geht, überhaupt erstmal den Datenaustausch zwischen Systemen sicherzustellen. Hier ganz klassisch, wenn ich meine Kundenstammdaten nicht in mein Planungssystem bekomme, habe ich schon das erste Thema an Datenqualität. Das Datenqualitätsthema zieht sich durch die ganze Landschaft und ich muss einfach sicherstellen, dass ich überall die richtigen Daten, die richtigen Referenzen, die richtigen Updates habe, um das sicherzustellen. Das Thema Unify ist eigentlich genau darauf zugeschnitten. Die Unify Data Platform ist eine Plattform zusammengebaut aus Komponenten TIBCO Software, Information Builder Software, wo ich hier auf dem Bild, sieht man es relativ schön, auf der linken Seite ganz viele Datensysteme habe, datenhaltende Systeme. Egal, ob wir jetzt über ein klassisches Data Warehouse von der Oracle, von der Teradata sprechen, ein Snowflake Data Warehouse, was sich in der Cloud befindet. Ganz viele Systeme, die daneben liegen, Data Lakes, die gerade am Entstehen sind. Aber auch Anwendungen, wo ich vielleicht Daten gar nicht im Haus habe, moderne Cloud-Anwendungen, SaaS-Anwendungen. Ich möchte all diese Daten miteinander verknüpfen und da eignen sich Werkzeuge wie ein Datenvirtualisierungslayer, um hier wirklich erstmal die Datenverbindung herzustellen, die Daten miteinander aufzubereiten. Wir sehen hier so ein bisschen das Thema Data Preparation, Data Transformation, während wir auf der gleichen Seite natürlich auch das ganze wichtige Thema Security und Compliance einhalten, bevor wir die Daten dann an die BI, an die Analytics-Anwendungen auf der rechten Seite geben. Und da tauchen ganz prominent natürlich ein Webfokus auf. In unterschiedlichen Rollen, vielleicht in einer Embedded Analytics Rolle, dass ich in der Maschine auf meine Daten zugreifen kann, beim Bedienen der Maschine die richtigen Entscheidungen treffe oder vielleicht in einem interaktiven Weg, vielleicht auch ein TIBCO Spotfire oder ein Microsoft Power BI, um wirklich diese Daten zu analysieren, diese Daten zu verstehen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir so eine Datenzugriffsschicht haben, mit zentral gemanagten Stamm- und Referenzdaten. Auch das Thema Compliance, dass ich sicherstellen kann, wer sieht welche Daten, wer hat wann auf welche Daten zugegriffen. Ganz wichtige Aspekte, um im Unternehmen eine richtige Basis zu haben. Das Thema Predict, natürlich ganz klassisch, wie kann ich diese Daten auswerten? Und da steht nicht nur die Auswertung im Vordergrund, da stehen auch ganz viele Rollen im Vordergrund. In der Vergangenheit gab es einen Business Analysten, der hat ein Werkzeug bedient und hat die Daten ausgewertet, hat dann einen Report generiert, hat den Report weitergegeben. In der heutigen Zeit ist diese Rolle, die wird immer größer und da gibt es viel mehr Rollen, die damit auftauchen. Der Herr Peter Lipp hat es auch schon erwähnt, Artificial Intelligence, Machine Learning. Ich habe plötzlich einen Data Scientist im Unternehmen, der sich mit ganz neuen Fragestellungen beschäftigt. Ich habe einen Data Steward, der die Verantwortung hat für einen gewissen Datensatz. Und dementsprechend braucht man eine Plattform, um wirklich all diese Rollen im Unternehmen zu unterstützen, um allen den Zugriff auf die Daten zu geben, die sie brauchen. Und wenn Sie sich das anschauen, ist relativ auch einfach erkennbar, dass vielleicht ein Business Analyst eine ganz andere Anforderung an die Daten hat,
als ein Data Engineer. Ein Data Engineer beschäftigt sich mit der Aufbereitung der Daten, der Data Scientist entwickelt dann vielleicht sein Modell und der Business Analyst analysiert dann die Business-Zusammenhänge mit den Informationen. In der Information Builders Plattform, die 3i-Plattform, die haben wir auch schon erwähnt, bewegen wir uns genau in diesen Themen. Und das ist einfach auch das Schöne, wo das TIPCone Information Builders Portfolio, das wir Ihnen heute hier vorstellen, ist wunderbar Hand in Hand gehen, um genau all diese Anforderungen zu erfüllen. Wenn ich über Hand in Hand gehe, dann spreche ich natürlich um eine Plattform, die uns schlussendlich unterstützt, genau neue Anwendungsfelder zu erfinden, neue Modelle zu generieren, neue Erkenntnisse im Unternehmen zu finden. Durch das, dass ich alle meine Systeme dahinter verbunden habe, dass ich eine zentrale Datenplattform habe und dass ich eine Analytics-Plattform darauf habe, die mir hilft, diese Daten auszuwerten. Bevor wir jetzt direkt in die Referenzen weitergehen, würde ich die Frau Pichler bitten, die zweite Live-Voting-Frage zu dem Thema zu stellen. Frau Pichler? Kommen Sie, wunderbar. Genau. Wir haben ja vorher schon gehört und gesehen am Voting-Ergebnis, dass manche von den Zuhörern wirklich ein Thema mit dem Bereich Daten, Datenmanagement haben. Und für uns ist natürlich auch super spannend, wie es denn genau hier aussieht. Wenn Sie Probleme mit Zugriff auf die Daten haben, haben Sie schon ein Vorgehen, ein Projekt, eine Initiative in Ihrem Unternehmen am Laufen, wo Sie sich mit dem Thema grundsätzlich beschäftigen? Oder haben Sie vielleicht sogar schon so eine Initiative am Durchlaufen und das hat nicht das Ergebnis gebracht, das Sie gesucht hätten? Wunderbar, das ist ein sehr schönes Ergebnis. Man sieht hier wirklich, dass das Thema Daten, Datenqualität auch für Sie genauso relevant ist wie für uns. Man sieht, dass Sie schon an diesen Initiativen dran sind, dass Sie schon in Planungsphasen beziehungsweise teilweise schon in Umsetzungsphasen sind. Finde ich super spannend, würde ich dann tatsächlich gerne im Q&A, vielleicht gibt es die ein oder anderen Themen, wo wir Sie unterstützen können. Das ist auch der Hintergrund hier, dass Sie Neues kennenlernen, dass wir jetzt dann auch von den Referenzen erzählen, was wir gemacht haben, beziehungsweise auch, wie wir Sie weiter unterstützen können. Die Referenzen. Ich habe zwei größere Use Cases mitgebracht. Den ersten möchte ich ein bisschen genauer analysieren, über den zweiten vielleicht ein bisschen schneller drüber gehen. Den Foliensatz bekommen Sie natürlich auch am Anfang an das Webinar, genauso wie das Recording. Die Siemens Mobility. Siemens Mobility ist Ihnen vielleicht ein Begriff, ist ein Zughersteller als solches aus Deutschland und bedient ganz viele Transportunternehmen weltweit. Und die Herausforderung von der Siemens Mobility war, dass die Züge, die sie bei den Transportdienstleistern einsetzen, manchmal Verspätungen haben. So ein Zug, der gewartet wird, ganz, ganz wichtig, ganz viele interessante Kostenfaktoren hat. Und der Business Impact von so einem Zug, der vielleicht gerade nicht auf der Schiene ist, super hoch ist. Und daraus ergeben sich wirklich spannende analytische Aufgabenstellungen. Beispielsweise, wie kann ich denn sicherstellen, dass der Zug, der gerade unterwegs ist, wirklich seine Strecke auch von Anfang bis Ende durchfahren kann? Wie kann ich mich mit Themen von Predictive Maintenance unterhalten? Wie kann ich Events, Informationen von so einem Zug schneller erkennen, um darauf besser zu reagieren, um schlussendlich den Business Impact zu unseren Gunsten auszulegen. Die Siemens Mobility hat sich mit der TIPCO zusammengeschlossen und wir haben im Prinzip die Siemens Mobility dabei unterstützt, die sogenannte RailyGen-Plattform wieder aufzubauen. Das ist eine Plattform, die den Endkunden der Siemens Mobility, den Transportdienstleistern zur Verfügung gestellt wird, um genau diese Themen zu unterstützen. Hier sind im Fokus ganz klare Analytics-Aufgaben, aber auch Predictive-Aufgaben, wo es darum geht, vorherzusagen, dass ein Zug basierend auf den Daten, auf den Informationen, die wir haben, vielleicht gewartet werden muss, um hier wirklich eine bessere Erkenntnis über den Zustand zu generieren. Und wenn wir uns diesen Use Case anschauen, dann sehen wir auf der rechten Seite wirklich die ganzen Vorteile, die sich
für das Siemens Mobility als auch natürlich für die Kunden der Siemens Mobility daraus ergeben. Und das ist einfach ein wichtiger Aspekt. Wenn wir die richtigen Daten, welche Türen gehen auf, gehen zu, wann gehen sie auf, wie oft werden sie geöffnet, in Kombination mit historischen Informationen zusammenbringen, können wir wunderbare Values erzeugen. Und die Values sehen wir hier ganz klar. Man kann die ganzen Kosten reduzieren, während wir auf der anderen Seite die Effizienz steigern. Es hat dazu geführt, die Profitabilität sowohl von den Transportunternehmen zu erhöhen, als auch die Kundenerwartungshaltung, die Customer Experience nach vorne zu bringen. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, wenn Sie im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind und der Zug bleibt stehen, weil eine Tür klemmt, sind Sie verärgert und sagen, das nächste Mal nehme ich vielleicht nicht die S-Bahn, sondern gehe zu Fuß. Wenn ich aber auf solche Sachen durch eine Predictive Maintenance Landschaft, durch einen besser gewarteten Zug eingehen kann, kriege ich die Customer Experience nach oben. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, haben wir vorher auch schon gesehen, der Kunde im Mittelpunkt. Unten noch so ein bisschen die Themen, wo ist das gelaufen? Das Ganze ist in der Cloud-Plattform, offenes Ökosystem, Improved Reliability, sowohl für die Züge, für die Plattform, für die Schienen und schlussendlich zahlt es ganz klassisch auf die Passenger Experience ein. Hier ein wunderbarer Use Case, Verknüpfung von verschiedensten Daten, um diverse Outcomes zu erzeugen. Einen zweiten Use Case habe ich auch noch mitgebracht. Die Bayer Crop Science ist das Unternehmen, was hinter den landwirtschaftlichen Aspekten von der Bayer-Gruppe steckt. Und die haben eine große Menge an Leuten, die sich tagtäglich nur mit Daten beschäftigen. Und bei der Bayer war tatsächlich die Herausforderung, wie schaffen wir es, diesen ganzen Analysten, die jeden Tag die Daten auswerten, welche Samen werden wo gepflanzt, wie werden sie gegossen, wie werden sie behandelt, um daraus die bestmöglichen Informationen abzuleiten. Dementsprechend haben wir uns da auch mit den Themen, die wir vorher gesehen haben, mit einer Unified Data Plattform zusammengetan, um bei der Bayer eine Analytics-Plattform aufzubauen, die Stand heute von mehr als 14.000 Mitarbeitern bedient wird, um Erkenntnisse aus diesen Daten zu treffen, um wirklich die Profitabilität nach vorne zu bringen, die Kosten nach unten zu bringen, um das ganze Thema Prescriptive Analytics auf der Agrikultur zu machen, das ganze Thema Logistikmanagement darunter, welchen Impact hat es, wenn ich die Mittel von A nach B fahre, aber auch den ganzen Output zu optimieren. Klassisches Yield Optimization. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Outcomes. Es war wirklich eine Plattform, die schlussendlich 14.000 Leuten tagtäglich da zur Verfügung stellt, um den Research und Development Bereich, den Entwicklungsbereich nach vorne zu bringen, dass die Leute schneller an die Daten kommen, schneller an die richtigen Informationen kommen, um die richtigen Entscheidungen drauf zu treffen. Und ganz klar steht natürlich hier auch im Vordergrund Themen, die wir jetzt immer öfter hören. Sustainability, wie schaffe ich das bei gleichzeitiger Reduktion von Müll, was schlussendlich natürlich wieder auf Unternehmensziele einzahlt, wie beispielsweise reduzierte Kosten, bessere Kundenerwartung, Customer Experience. Das war ein ganz kurzer Überblick von der TIPCO-Seite, TIPCO Information Builder-Seite. Jetzt würde ich gerne noch an den Herrn Peternell übergeben, der auch eine sehr schöne Geschichte mitgebracht hat, was bei der ASFINAG dazu geführt hat. Ja, sehr gerne. Hallo, auch von meiner Seite. So, jetzt muss ich den... So, sieht man schon was? Nein. Ja, sieht man? Okay. Alles klar. Super. Perfekt, perfekt. Also, mein Name ist Stefan Peternell. Ich bin in der ASFINAG Service Manager für die Produkte Webfocus, ETL und Power BI. Und ich möchte einen kurzen Einblick geben, wer wir sind und was wir quasi mit Webfocus und iWay umgesetzt haben. Also die ASFINAG ist die österreichische Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungs-AG. Was haben wir für Aufgabenbereiche? Also wir kümmern uns quasi um das Betreiben, um das Erhalten, um das Erweitern, um das Bemauten und das Finanzieren
quasi der Schnellstraßen und Autobahnen und das auf einem Straßennetz von 2233 Kilometern. Hier sieht man das Straßennetz. Wir haben also 2900 beschäftigte Mitarbeitende. Wir haben 6 eigene Mautstellen, das sind diese grünen Anteile hier. Und dann noch Verkehrsmanagementzentralen, Autobahnmeistereien für das Betreiben. Und insgesamt werden bei uns pro Jahr 32,9 Milliarden Kilometer gefahren. So, wie ist die ASFINAG aufgebaut? Also sie hat mal eine Holding und dann gibt es unter der Holding noch eben die Baumanagement, kümmert sich um den Bau, die Mautservice GmbH, in der ich beschäftigt bin, eine Service GmbH und die Alpenstraßenservice GmbH. Und wenn wir von der Maut reden, was machen wir in der Maut? Natürlich Einhebung der Maut. Das heißt, wir haben quasi Pkw- und Lkw-Maut, die Vignette, die jedem Begriff sein wird, und in der Lkw-Maut eben die Go-Box, also eine Onboard-Unit, die sich jeder Lkw hinter die Scheibe klemmen muss, um mit dem System zu kommunizieren. Dann betreiben wir in der Maut auch noch das Service Center der ASFINAG. Und wie kommen wir zu dem Thema Webfokus? Wir sind IT-Dienstleister für alle Gesellschaften. Das heißt, alles, was IT-mäßig angeschafft wird, basiert in der Maut-Service-Gesellschaft. Und von dem Thema kommen wir jetzt auch, also die Maut-Service GmbH als IT-Dienstleister, da kommen wir jetzt zum Thema Webfokus und Ivory Data Migrator. Was machen wir mit Webfokus und was machen wir mit dem Ivory Data Migrator? Gut, starten wir. Also wir haben uns grundsätzlich sind bei uns, also braucht man für Webfokus ja Adaptoren und wir kommen aus mit diesen 6 Adaptoren. Es gibt immer wieder mal Fälle, wo irgendeiner dazu gewünscht wird. Das kann schon passieren, aber im Großen und Ganzen kommen wir mit diesen aus. Das heißt, wir haben einen SAP-BW-Adaptor. Man muss dazu sagen, bei uns läuft alles fast ins Data Warehouse an Daten, ja. Und das ist sicher unser Hauptsystem und deswegen gibt es auch hier ca. 500 verschiedene Queries, die an Webfokus angebunden sind. Das heißt, die meisten Daten kommen bei uns aus dem SAP-BW. Dann gibt es trotzdem einen SAP-R3-Adapter. Da gibt es halt diverse Tabellen, wo man einfach sagt, jetzt hier ein komplett eigenes Datenmodell aufzubauen im BW, zahlt sich nicht wirklich aus. Das heißt, wir können auch direkt in SAP-R3 greifen und Tabellen eben Daten rausziehen, auswerten oder auch Daten in andere Systeme weiterspielen. Dann, was immer in letzter Zeit immer wichtiger geworden ist, ist dieser MS-SQL-Server, dieser Adapter. Das heißt, ich kann damit alle SQL-Datenbanken anbinden. Bei uns sind ca. 40 verschiedene Datenbanken angebunden an das Webfokus-System. Und was auch interessant ist, ist doch noch immer das Thema Flat-File, also diverse CSV- oder TXT-Files. Man möchte sich glauben, aber es gibt bei uns auch noch sehr, sehr viele Systeme, die nicht wirklich gute Schnittstellen nach außen haben, die dann meistens sagen, okay, wir können euch eine CSV-File liefern und wir machen leider sehr viel noch über CSV oder auch TXT-Files. Dann haben wir, was eher ältere Datenbank ist, im Formix-Adapter noch immer. Ja, bei uns läuft alles, was Maut-EDV und was diese Mautstellen, diese 6 Hauptmautstellen betrifft, läuft alles in einer Informix-Datenbank zusammen oder in mehreren Informix-Datenbanken. Und da muss man leider sagen, never change a running system. Das heißt, es läuft schon seit Jahren so, es läuft gut und deswegen hat man sich auch noch nicht die mühsame Arbeit angetan, das quasi in andere Systeme zu geben, sondern bleibt auf dieser Informix. Da haben wir halt diesen Informix-Adapter, funktioniert einwandfrei. Und einen Oracle-Adapter haben wir auch noch. Kommt aus einer historischen Anwendung, ist im Moment mit keiner Anwendung aktiv, aber grundsätzlich da wäre er. Und es sieht so aus, dass wir im Webfokus quasi insgesamt ca. 60 Quellsysteme angebunden haben und daraus resultieren dann ca. 1000 Synonyme. Ein Synonym ist quasi eine Beschreibung auf die Daten, die ich abgreife. Zum Beispiel wäre eine einzelne SAP-BW-Query ein Synonym
oder auch eine Tabelle im SAP R3 oder eine Datenbank oder Tabelle im MS SQL. Und davon haben wir eben circa 1000. Gut, das ist mal der Ist-Stand. Dann schauen wir auf die Anwendungen mit Webfokus. Grundsätzlich ist es so, dass das Produkt bei uns angeschafft wurde, um eine Management-Monatsberichtsmappe, die es natürlich schon vorher gegeben hat, aber die wollte man ersetzen oder anders umsetzen. Und da waren die Anforderungen zum Beispiel, war auf Knopfdruck muss das Ding rauskommen. Ja? Dann wir wollen keine Excels hin und her schicken. Ja? Also früher ist das wirklich so passiert. Da sind halt Excels hin und her geschickt worden, abgestimmt, stimmen die Daten, passt es so. Die Fachabteilungen haben sich das hin und her geschickt und das Controlling hat dann quasi aus diesen ganzen Excel-Dateien, die wahrscheinlich natürlich in mehrfacher Ausführung vorhanden waren, Version 1 bis 11 oder so, hat dann irgendwelche Berichtsmappen gebastelt, die quasi auch ans Management gegangen sind. Und was auch wichtig war, man wollte nicht wieder eine Zwischenspeicherung, sich quasi ein zweites Data Warehouse bauen und wollte also diese Mappe ohne irgendwelche Datenbanken im Hintergrund erstellen. Da muss ich gleich dazu sagen, das hat nicht funktioniert. Also Zwischenspeicherung haben wir auf jeden Fall. Es ist aber sehr, sehr einfach. Es ist einfach eine ganz kleine Webfokus-Datenbank. Webfokus liefert nämlich auch eine Datenbank mit im Hintergrund aus, wo wir nur die aggregierten Daten reinspielen. Das heißt einfach, wenn jemand jetzt hier auf den Knopf drückt und diese Mappe generieren lassen will, dann haben wir es nicht geschafft, diese circa 300 Queries, die im Hintergrund angebunden sind, auf Knopfdruck auszuführen. Also es geht einfach vom System her nicht. Da sind sehr komplexe Queries teilweise dabei und die dauern dann einfach sehr lange. Und was man halt nicht wollte, ist dann 2 oder 3 oder 5 Minuten auf diese Mappe zu warten. Jetzt mit dieser Datenbank im Hintergrund sieht es so aus, dass ja, circa in 15 Sekunden kann man diese 40-seitige PDF-Mappe abrufen und es wird quasi live aus den Daten in der Webfokus-Datenbank diese 40-seitige Mappe generiert. Angebunden sind insgesamt circa 300 Queries und Systeme für diese Mappe und es sieht also so aus, dass wir diese kleine Datenbank, die da im Hintergrund besteht, beladen müssen und da gibt es zum Beispiel eine Beladung vor Buchungsschluss, also sind nicht buchungsschlussrelevante Daten, die werden so um den 10. geladen und alles automatisiert und nach dem Buchungsschluss gibt es auch noch eine Datenbeladung, das heißt, wenn halt bei uns von der Vignette und so der Buchungsschluss war, dann wird der Rest beladen und dann wird es automatisiert ausgeschickt an die Fachabteilungen mit jeweils ihren Daten drinnen, also die kriegen eine Mail und da steht quasi drin, die Berichtsmappe wurde beladen, schau dir die Daten bitte an und gib uns Feedback dazu. Was wir jetzt schon noch haben, ist eine Person, die das Ganze überwacht. Ja? Das heißt, eine Person schaut, ob die Beladungen in Ordnung waren und sammelt dann diese Freigaben der Fachabteilungen, dass die Daten in Ordnung sind, zusammen. Oder wenn es eben irgendwo Fehler gab, weil irgendwelche Buchungen im SAP noch nicht gemacht wurden, was auch immer, oder hängen geblieben sind, dann korrigiert man das und der Schluss ist dann quasi, dass nach diesen Freigaben die Mappe halt einmal generiert wird. Die wird einmal generiert und wird dann auch im Webfokus abgelegt, das heißt auch eine Historisierung der Mappe passiert im Webfokus. Ich kann mir also jederzeit die Mappe von vor 2, 3 Jahren ansehen, wie haben die Daten ausgeschaut und wie ist die Mappe damals verschickt worden. Man ist auch drauf gekommen, also es war so, grundsätzlich ist Webfokus ein Tool, mit dem ich einen Report fix erstelle. Ja? Also der sieht immer so aus, was ja bei dieser Monatsberichtsmappe eigentlich Sinn ist, dass das immer gleich aussieht. Jetzt gibt es aber Fachabteilungen, die gesagt haben, ja, wir sind so flexibel und bei uns ändern sich die Daten so stark und die Berichte und die Produkte. Wir möchten ein Reporting sehr dynamisch machen. Und da sind wir jetzt hergegangen und haben gesagt, okay, gut, dann könnt ihr eigene PDF-Seiten erstellen. Und ihr liefert diese an den Zuständigen, also an mich jetzt in dem Fall, weil ich dann die Mappe entgeneriere.
Das heißt, die Fachabteilungen schicken mir irgendwelche PDF-Seiten und wir haben mit WebFocus ein Tool, ein externes Tool angebunden, das mir jetzt grundsätzlich sieht so aus, wird diese Mappe generiert, das ist eine Vorlage und dann werden mit einem Tool alles automatisiert die Seiten von den Fachabteilungen in diese Mappe hineingemischt. Und WebFocus macht das eben, nummeriert dann die Seiten nochmal durch, macht das Inhaltsverzeichnis neu und dann kommt eine finale Berichtsmappe raus, wo quasi die statischen Berichte von WebFocus drin sind plus die eigenen Seiten der Fachabteilung. Wir sind auch im Zuge der Mappe und im Lauf der Zeit, also die gibt es jetzt circa seit 12 Jahren, so in die Richtung, ja, ist immer wieder mal adaptiert worden und Berichte wurden ausgetauscht und so weiter. Und man kommt auch dann drauf, dass zum Beispiel irgendwelche Daten, ja, es ist schwierig zu sagen, tatsächlich in keinem System vorhanden sind oder in keinem System, das wir irgendwie automatisiert anbinden können, ja, oder in irgendwelchen Formen, wo man sagt, das ist der Aufwand, ist einfach zu groß für die 2 oder 3 Zahlen. Und da haben wir dann im WebFocus auch einen Weg gefunden, nämlich wir haben solche Eingabemasken in HTML ausprogrammiert. Und eine ist hier als Beispiel, zum Beispiel die Nachrechnungskommentare. Da muss man sagen, wir haben ja Stationen draußen auf der Straße, wo die LKWs durchfahren und mit diesen Barken kommuniziert die Box im LKW. Das heißt, wenn die Verrechnung okay ist, dann gibt es einen Piep und wenn sie nicht okay ist, dann hat entweder die Box was oder hat die Station was und so weiter. Und im System können wir das messen. Also wir messen quasi die Durchfahrten der LKWs und wir haben auch sowas wie eine Nachverrechnung. Sprich, wenn ein LKW die Station 1 durchfährt, die 2er und die 3er oder zumindest an der 1er und auf der 3er auftaucht und die Zeit stimmt, dass er auch die 2er durchfahren hat, dann wird das automatisch die mittlere nachverrechnet, auch wenn die Kommunikation nicht gepasst hat. Und das ist bei uns die Nachverrechnung und da gibt es eine Quote. Und da zum Beispiel machen wir auch mit WebFocus eine Beladung dieser Nachverrechnungsquote jedes Monat. Und da purzeln Stationen raus, die eben eine hohe Nachverrechnungsquote haben. Das wird bei uns in diese Mini-Datenbank geladen und dann muss unser Service Desk, also der die Tickets bearbeitet, das wird natürlich gemeldet an, in unserem Fall an die Kapsch, weil die der Betreiber ist von dem. Das heißt, erstens kommt die Meldung raus an die Kapsch über WebFocus und zweitens muss auch der Service Desk das für die Mappe kommentieren. Und dafür gibt es zum Beispiel so eine Eingabemaske, wo dann die einzelnen Stationen aufgeführt sind. Und der Service Desk kann hier einen einfachen Kommentar reinschreiben, Baustelle oder Netzwerkausfall oder was auch immer, damit es dann in der Mappe eben auftaucht und man irgendwie eine Rechtfertigung hat, warum dort es so eine hohe Nachverrechnungsquote gegeben hat. Gut, gehen wir weiter. Das war der Grund, warum WebFocus angeschafft wurde, läuft eben sehr gut seit den letzten 12 Jahren. Mit einigen Adaptierungen wird auch weiterhin noch laufen. Man überlegt jetzt irgendwie in Richtung Dashboard zu gehen, aber das wird sicher kein 40-seitiges Dashboard sein, sondern es wird irgendwie ein Teil aus dieser Mappe wahrscheinlich als Dashboard abgebildet. Gut, schauen wir weiter. Was gibt es da noch? Natürlich, wenn WebFocus jetzt seit 12 oder 13 Jahren bei uns im Unternehmen ist, dann hat es sich ergeben, dass wir alle möglichen Dinge mit WebFocus umgesetzt haben und nicht nur diese Mappe. Also zusätzlich gibt es jetzt noch 2, 3 andere Berichtsmappen, die auf dem ähnlichen Prinzip aufgebaut sind, wo also auch der fix und fertige Monatsbericht von WebFocus automatisiert beladen und dann an die Teilnehmer verschickt wird. Wir sind aber auch drauf gekommen, dass man quasi irgendwelche Tools bauen kann, wo man unsere Fachabteilungen unterstützen. Ja? Also es sind so kleine Applikationen oder eben Tools, wie zum Beispiel der OBO-Scan bei uns. Ja, OBO ist die Onboard-Unit. Das muss man sich vorstellen, das ist das kleine graue
So eine kleine graue Box ist es, die sich der LKW hinter die Scheibe klemmt, um eben mit dem System kommunizieren zu können. Jetzt ist es passiert einfach, dass viele oder dass, also grundsätzlich gibt es Point of Sales, also die Tankstellen, wo man diese Boxen zurückgeben kann oder aufladen oder was auch immer. Und das ist einfach in der Vergangenheit passiert oder es passiert noch immer, dass viele Lkw-Fahrer das einfach oder auch Fuhrparkmanager das einfach direkt an uns retournieren. Das heißt, nicht an die Tankstelle fahren, das dort auflösen lassen, den ganzen Prozess durchlaufen, sondern einfach an uns die Boxen zurückschicken und quasi reinschreiben, das ist mein Konto und überweis mir das Geld, das da noch drauf ist. Ja. Und jetzt müssten wir, also früher war es wirklich so, dass von uns quasi irgendwelche Mitarbeiter die Dinger, diese Boxen aufgelöst haben, nämlich auf einem Automaten, der halt bei uns drinnen stand. Das heißt, der muss quasi alle Schritte dieser Auflösung selbst durchgehen, was sehr zeitintensiv ist. Und wir haben jetzt mit Webfocus ein Tool gebaut, wo ich quasi mit dem Scanner, der einfach am PC angeschlossen ist, diese Box scannen kann. Dann erscheint halt hier die Obernummer drinnen und im Hintergrund geht man ins BW, in unser Business Warehouse, holt sich die aktuellen Daten zu dieser Box. Zum Beispiel sieht man hier, das ist die Box-ID, gibt es eine Geschäftsvereinbarung. Dann sieht man die Vertragsart, die haben wir irgendwie verschieden eingefärbt, weil jede Vertragsart eine andere Auflösung nach sich zieht. Und bei einer Briebe zum Beispiel sieht man auch, okay, der hat 43 Euro noch drauf. Das heißt, man wüsste, okay, wenn ich die auflöse, muss ich was zurücküberweisen. Das heißt, ich brauche eine Kontonummer und so weiter. Und man wird halt sehen hier, wann das gescannt wurde. Dadurch, also das ist jetzt so eine Vereinfachung quasi des Prozesses, weil der Mieter sofort sieht, okay, blau, grün oder aufgelöst wäre rot oder was auch immer. Es gibt verschiedene Stati, dass er quasi die Boxen sehr, sehr schnell, er kann eine nach der anderen scannen und aufgrund der Farbe schmeißt er sie in den Topf, wo der Prozess dann weitergeht. Und das ist also eine enorme Zeitersparnis für die Mitarbeiter, die das jetzt machen. Ja. Und zum Beispiel, was dann noch zusätzlich ist, die Postpay-Boxen, da braucht man nichts mehr zurücküberweisen, sondern die müssen einfach nur, der Vertrag muss aufgelöst werden. Und das haben wir auch mit Webfocus dann so gemacht, dass im Hintergrund von diesem Tool eine Liste generiert wird, wo der Mitarbeiter nochmal drüber schauen kann, aber die dann direkt sofort ins SAP eingespielt werden kann und dann werden diese ganzen Verträge automatisiert im SAP hinten aufgelöst. Das heißt, der Lifecycle von dieser OBO ist quasi geschlossen. Nicht, dass wir irgendwelche Auflösungen haben und im SAP ist der Vertrag noch immer aktiv, sondern das passiert hier in einem Lifecycle und mit dem Tool haben wir quasi die Fachabteilung sehr gut unterstützt. Gut, dann gibt es noch andere, also es sind immer wieder andere Tools auch gebaut worden, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Datenqualität heute schon waren, Fahrzeughalterbereinigung. Bei uns ist es so, dass wenn jemand sich eine neue Box holt, dann kann er die auf einen bestimmten Fahrzeughalter machen oder kann einfach sagen, ich lege eine neue an. Meistens ist es, also diese Mitarbeiter, die das vor Ort machen, das sind halt irgendwelche Tankstellenbedienstete, die natürlich geschult sind, aber wenn der in seinem Stress von Leberkässemmel und Tanken und Zigaretten und Red Bull kaufen, was auch immer, nicht dazu kommt, also ich sag mal, das ist so ein bisschen das Stiefkind, das diese GoBox ausgeben, die neue, und da kann es dann schon sein, dass der einfach sagt, ja, ich lege da einfach einen neuen Fahrzeughalter an. Und dann kriegt er die Box schneller, weil es einfach schneller geht. Bevor er sucht, zum Beispiel, dass er den Coca-Cola raussucht und dort den dazu hängt. Ja. Was natürlich bei uns jetzt im System dazu geführt hat, dass wir zig Fahrzeughalter, zum Beispiel Coca-Cola, was auch immer, in mehrfacher Ausführung haben. Und dann gibt es einen, der hat 1000 Boxen drunter. Das wird wahrscheinlich der Hauptfahrzeughalter sein. Und dann gibt es 10, die haben nur eine Box drunter. Das heißt, da ist genau das passiert. Und da haben wir auch mit Webfocus quasi eine Bereinigung geschaffen, dass jeden Tag ein Bericht automatisiert aus dem Webfocus rauskommt. Das geht bei uns ins Kundenmanagement und der vergleicht quasi die ganzen Daten und würde jetzt sagen, okay, ich habe von Coca-Cola 10 Sätze, die schauen alle gleich aus, da ist der Ansprechpartner gleich, da ist
Da ist die Adresse gleich, da ist die Telefonnummer gleich, hängen die bitte zusammen. Und dann passiert das quasi täglich, dass bei uns diese Fahrzeughalter auf einen Satz zusammengelegt werden. Warum das nicht automatisiert im System passiert oder erfolgt, ist einfach der Grund, dass zum Beispiel es sehr wohl Firmen gibt, die bewusst zwei solche Fahrzeughalter machen, weil zum Beispiel die zwei oder drei oder vier Zuständige für einen Fuhrpark haben und der sagt, ich möchte das so lösen, dass mein Fuhrpark in einer Ansicht ist und unter einer eigenen Fahrzeughalternummer. Die wären jetzt wahrscheinlich nicht begeistert, wenn wir die tagtäglich immer zusammenhängen würden, weil sie sich dann das in ihren Auswertungen auseinandersuchen müssten. Das heißt, das haben wir auch mit Webfokus gemacht und BW quasi. Dann gibt es Gebietsbetreuer-Ticket-Auswertungen. Also bei uns gibt es für jedes Gebiet einen Betreuer, der betreut die Tankstellen und der zeichnet seine ganzen Arbeitstätigkeiten in Tickets auf. Und da gibt es eben auch, da ist dann Remedy angeschlossen ans Webfokus und wir werten quasi diese Tickets aus und wir schauen uns an, okay, wo hat der Gebietsbetreuer bei einer Schulung keinen Schulenden eingetragen und so weiter. Das ist also eine Qualitätsüberprüfung und man sieht eben dann am Ende des Monats, okay, welchen Gebietsbetreuer muss ich vielleicht noch schulen, weil der dort und da vergessen hat, was einzutragen. Dann haben wir noch Hauptmautstellen Durchfahrtszeiten, das ist ein Tool, das quasi misst, welche Verzögerung wir auf den Hauptmautstellen haben. Also es sieht ja so aus, dass dort die Fahrzeuge reinfahren und wir haben ganz vorne ein Kamerasystem und hinten ein Kamerasystem und wir können also quasi messen, wie lange brauchen die Fahrzeuge, um durch diese Hauptmautstelle durchzufahren. Eine Minute ist in Ordnung und alles, was drüber ist, wird quasi als Durchfahrtszeitverlust angezeigt und da ist es eben im Hintergrund eine SQL-Datenbank und auch mit Webfokus wird hier das Reporting gemacht und täglich bzw. monatlich verschickt. Dann haben wir auch noch die Einzelleistungsinformation, historisch muss man dazu sagen. Also bei uns kann ja jeder LKW-Fahrer, der seine Touren fährt, kann sich seine Transaktionsauskunft ausdrucken beziehungsweise im System generieren. Das geht aber nur 6 Monate. Das ist einfach dem geschuldet, dass das eine enorme Datenmenge ist und wir einfach so viel Daten nicht in unserem Realtime-Modul halten können. Und dann ist man hergegangen und hat quasi diese Einzelleistungsinformation, also diese Einzeltransaktionen hat man in ein Archivsystem überspielt. Und da ist mit Webfokus quasi die Maske gebastelt worden oder zumindest ist der Bericht so gebastelt worden, dass der komplett gleich ausschaut, als ob sich der LKW-Fahrer das aus dem Realtime-Modul zieht. Das heißt, die Form sieht gleich aus und der hat quasi jeden Abschnitt auch historisch vom letzten Jahr oder was auch immer drinnen und das kann er sich jederzeit ziehen. Das geht zwar nur, indem er bei uns anfragt, aber für unsere Fachabteilung haben wir das quasi so gebaut, dass die da schnell auf die historischen Daten zugreifen können. Dann ist also SKD-Dienstberichte sind gebaut worden. Das heißt, das sind alles Reporting-Sachen. Das ist ein täglicher Versand. Der SKD, muss man dazu sagen, ist bei uns der Service- und Kontrolldienst. Das ist der draußen vor Ort kontrolliert oder weiterhilft bei irgendwelchen Unfällen, Pannen und so weiter. Da ist das ganze Dienstbericht Reporting im Webfokus gebaut worden. Das heißt, da gibt es dann tagtäglich tragt der SKD, also wir haben da eine SharePoint-Lösung für den SKD, der kann vor Ort das im SharePoint erfassen und das SharePoint hängt dann quasi am Webfokus dran und dort gibt es dann täglich einen Dienstbericht und monatlich gibt es dann so ein Reporting aus diesen Dienstberichten. Wofür wir es auch nutzen, also ich habe ja früher schon erwähnt, dass wir auch noch CSV-Files haben. Leider Gottes sind es sehr, sehr viele bei uns. Es gibt also bei uns diverse Systeme, die nicht wirklich gescheite Schnittstellen haben, beziehungsweise die Daten nicht schön herausbekommen, wo der einzige Weg über CSV-Files ist. Das haben wir auch dann gemacht. Bevor wir es nicht machen, haben wir CSV-Files angebunden. Und da kommt es leider, also CSV-Files, das sage ich immer Vorsicht, weil auch wenn die automatisch generiert werden,
Also wir haben schon die ärgsten Sachen erlebt, dass die Files dann einfach nicht jedes Monat gleich ausschauen und so weiter. Ja. Und mit Webfokus muss ich aber natürlich das so machen, dass dieses File, also ich muss es einmal als Synonym beschreiben und dann kann ich immer wieder auf die Daten zugreifen. Und wir haben uns da Beladungsüberwachungen gebaut mit Webfokus. Das wäre jetzt sowas zum Beispiel. Ja. Das heißt, hier werden jedes Monat Daten reingeladen in diese kleine Mini-Datenbank aus CSV-Files und ich könnte mir jetzt anschauen, okay, wo sind denn die Werte schon sehr lang gleich zum Beispiel? Ja? Also wen müsste ich denn von dem CSV-File mal ansprechen und sagen, weißt du eigentlich, dass seit 4 Monaten die gleichen Zahlen kommen von deinem System? Und das passiert halt dann teilweise, also häufiger mal, dass die irgendeine Umstellung gemacht haben, die es dann im CSV vergessen haben oder was auch immer. Und mit dem kann man eben sehr schnell sehen, ob die Zahlen passen oder nicht passen. Das ist so quasi von gelb auf orange, wenn es gleich ist und wenn es zweimal gleich ist, dann wird es rot und so weiter. Ja. Das heißt, das wird dann einmal monatlich nach der Beladung verschickt und dann kann jeder quasi sofort sehen, okay, hier, es kann ja auch sein, dass es passt. Es kann ja wirklich die gleiche Zahl sein, wenn man zum Beispiel irgendwelche Server oder irgendwelche Systeme abbilden, dann kann es natürlich sein, dass in einem Monat einmal wirklich kein Server dazugekommen ist zum Beispiel. Und wir haben auch so automatische Überprüfungen, zum Beispiel das mit dieser Nachverrechnungsquote. Die Daten grundsätzlich haben wir. Es müsste halt immer wer draufschauen. Bei uns der Service-Test zum Beispiel, welche Stationen haben eine hohe Nachverrechnungsquote und wie sieht das aus? Und da haben wir mit Webfokus das alles automatisiert. Das heißt, es kommen wirklich die ganzen Reportings automatisiert an die richtigen Mitarbeiter. Wo drin steht die 12 Stationen, schau dir bitte an, weil die haben zum Beispiel eine hohe Nachverrechnungsquote. Gut, dann gehen wir noch schnell zum Data Migrator. Ich sehe, wir sind schon sehr knapp in der Zeit. Sorry. Data Migrator ist bei uns das ETL-Produkt und wir benutzen den für Stammdaten, für irgendwelche SAP-Stammdaten, die wir aus dem BW ziehen und für SharePoint-Anwendungen zum Beispiel zur Verfügung stellen oder auch in unserem GIS-Server. Also wir haben eigentlich alles in Remedy-Systemen und im BW und wir konsolidieren das quasi für den GIS-Server zum Beispiel, indem wir hier Vertriebsstellendaten, Öffnungszeiten und so weiter reinspielen in den GIS-Server, alles automatisiert und das funktioniert da sehr, sehr gut. Also wir haben auch Datenbankspiegelungen, automatisierte Versand von Auswertungen Monat und Quartal und seit neuestem jetzt auch Datenbereitstellungen für Power BI Dashboards. Gut, ich würde da jetzt schon schließen, weil ich doch schon sehr knapp von der Zeit bin. Also wenn es noch irgendwie Fragen gibt, kann man gerne auf mich zukommen. Dankeschön. Danke, Herr Betonell. Ich darf, während wir vielleicht auf Fragen vom Publikum noch warten, an Sie einmal 2 Fragen stellen. Die eine ist, was ist für Sie konkret der Benefit aus dem Einsatz unserer Produkte, nämlich eben die BI-Plattform, Webfokus und das ETL-Tool? Also grundsätzlich ist der Benefit bei uns schon, dass die Umsetzung sehr, sehr schnell funktioniert. Also wenn die Daten bei uns zum Beispiel im BW vorhanden sind, dann können wir irgendwelche Berichtsmappen einfach innerhalb von Tagen aufbauen und nicht wie früher irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, Monaten. Also wir sind da teilweise so schnell, dass man quasi die Anforderung von einem Bericht kriegt, der, ja, wenn der sehr gut definiert ist und sehr gut ausdefiniert ist, dann kann das sein, dass das einfach in 2 Tagen produktiv ist. Und das ist einfach eine Zeit, wo auch die Fachabteilungen sagen, wow, das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Und der hat quasi sein fertiges Reporting. Also ich würde sagen, der Benefit ist sehr flexibel, sehr schnell. Ich habe in den ganzen Jahren jetzt, glaube ich, nicht wirklich viele Sachen erlebt, wo man mit Webfokus gesagt hat, das können wir nicht umsetzen. Ja? Also auch wenn es komplexere Fragen waren, dadurch, dass man im Hintergrund programmieren kann, selbst programmieren kann, geht einfach sehr, sehr viel mit Webfokus. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also dass Sie eben sehr schnell, sehr flexibel auf Anforderungen eingehen können und somit auch sehr individuell das Aussehen und den Aufbau darstellen können.
nachstellen können oder umsetzen können. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und dann hätte ich noch genau, eine... Genau, also es ist schnell und Entschuldigung. Immer anpassbar, ja. Passt schon. Und so die zweite Frage, die ich noch habe, denn warum Sie es eingesetzt haben, haben Sie am Beginn Ihrer Präsentation, finde ich, sehr schön dargestellt, was die Entscheidungen waren, nämlich diese Berichtsmappe zu automatisieren. Und es ist halt mehr daraus entstanden, was Sie im Laufe der Jahre entwickelt haben. Was würden Sie einen Neukunden, einen anderen Kunden, einen Interessenten mitgeben von Ihren Erfahrungen, von Ihrem Wissen über diesen Einsatz oder diese Verwendung? Also ich würde sagen, dass auf und das eigentlich das Wichtigste, finde ich, ist einfach, dass die Fachabteilung genau weiß, was sie will. Also wir haben auch schon Anforderungen bekommen, wo man sich irgendein Reporting wünscht. Und meistens dauert das dann sehr lang in der Umsetzung, wenn die Fachabteilung sich einfach nicht klar ist darüber, was sie genau haben will. Ja. Also ich sage mal, die Definition vorher soll von mir aus einen Monat länger dauern und dafür ist es dann halt innerhalb von Tagen umgesetzt. Ja. Also man muss genau wissen, was man haben will. Ziehen wir eigentlich bei allen Produkten jetzt so durch? Ja. Also auch ich bin ja auch zuständig fürs Power BI zum Beispiel. Auch dort muss jemand, der ein Dashboard haben will, ganz genau wissen, was er darstellen will und was die Funktion dann daraus sein soll. Sehr gut. Ich habe noch vom Publikum. Entschuldigung. Ja. Die zweite Geschichte wäre noch mit den CSVs. Also besser CSV als gar nicht, aber ich würde da aufpassen mit den CSV-Files. Das ist die Erfahrung, die wir halt so haben. Ich habe vom Publikum noch eine Frage reinbekommen. Wie viele Mitarbeiterinnen sind bei Ihnen mit dem Aufbau dieses Reportings beschäftigt? Beziehungsweise wie viel will Sie für diese Lösung Monatsbericht investieren mussten? Also wie viele Leute das haben ist das? Jetzt mit dem ja, wie viele Leute sind. Also in Wahrheit ist es fast eine One-Man-Show, also ich mache das alleine quasi, aber ich habe externe Unterstützung. Das heißt, insgesamt sind wir 4 Leute, die das machen. Also es ist eine sehr überschaubare Abteilung, würde ich jetzt mal sagen. Mit allem, das funktioniert auch sehr gut so. Ja, mit allem, was wir da jetzt dargestellt haben. Dargestellt haben. Die nächste Frage, wie viele Nutzer verwenden direkt und indirekt Webfokus bei Ihnen? Also wie viele Anwender betreuen Sie mit 4 Leuten? Also ich muss sagen, direkt verwenden sehr, sehr wenige. Also wir machen sehr, sehr viel über Mailversand, wo einfach die Mailadresse von derjenigen Person hinterlegt ist. Und ich glaube, so mit inklusive Mailversand sind so um die 160 Mitarbeiter, die Berichte aus dem System kriegen. Aber direkt verwenden es vielleicht 20. Direkt bedeutet, dass der Anwender aktiv einsteigt und sich einen Bericht abholt oder Parameter eingibt. Oder einen Bericht mit Parametern eingibt, genau, ja. Das meiste wird bei uns verschickt. Das heißt, es wird automatisiert verschickt und es sind Konsumenten in dem Fall. Genau. Genau. Sehr, sehr viel automatisiert. Aber das ist auch das große Plus, finde ich, von Webfokus, dass man einfach enorm viel automatisieren kann. Ja. Das heißt, Sie haben eigentlich Ihre Plattform auf die Ansprüche der User hergerichtet. Das heißt, ich habe teilweise reine Konsumenten, die sind einfach Informationsempfänger in der Form, wie sie es brauchen. Und der andere Teil ist mit ein paar Parametern, ein paar Klicks kommt zu seinen Informationen. Ist das so ungefähr richtig? Ja, ganz genau. So in die Richtung geht es, ja. Mhm. Also das meiste wird verschickt und eben dann sowas wie dieses Obo-Tool oder so, da gibt es halt ein paar Mitarbeiter, die damit arbeiten, die steigen dann ein. Und machen ihre Gropbox-Rückgaben fertig und das war's dann schon wieder. Ja, ja gut, dann sage ich einmal danke, Herr Petanell, für diese Info. Gerne. Gerne.
Soweit ich sehe, habe ich vom Publikum derzeit keine weiteren Fragen. Gut, dann darf ich mich wieder dazuschalten. Ich glaube, Sie oder haben Sie noch Fragen in der Runde, die Sie noch stellen möchten an den Herrn Peternell? Ich glaube, wir sind durch, richtig? Alles klar, dann bleiben mir noch die Dankesworte jetzt zum Schluss. Vielen Dank an Sie, unsere Sprecher und Partner, für die Gestaltung des heutigen Webinars und die spannenden Einblicke in diese doch sehr komplexe Welt der Daten. Und danke natürlich auch ans Publikum fürs Dabeisein, dass Sie sich so aktiv jetzt noch mit eingebracht haben. Und wenn im Nachgang noch weitere Fragen auftauchen, können Sie uns die natürlich sehr gerne schicken und wir geben sie dann entsprechend an die Referenten weiter. In den nächsten Tagen erhalten Sie von uns auch noch die Aufzeichnung des Webinars, falls Sie sich gewisse Sequenzen nochmal anschauen möchten oder es auch gerne mit dem Kollegium teilen möchten zum Beispiel. Und ja, zum Abschluss darf ich noch auf unsere Website lsz.at hinweisen. Da finden Sie eine Übersicht aller unserer kommenden Veranstaltungen, sowohl digital als jetzt auch wieder physisch, weil es ja Gott sei Dank wieder möglich ist. Also wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Und in diesem Sinne dürfen wir uns nun verabschieden und wünschen allen einen schönen Mittag. Schönen Mittag, Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen.